Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Und ja, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier und waren in der ersten Mission, beziehungsweise schon in der zweiten Mission unterwegs. Und genau, müssen jetzt hier unten weiter ins Captain Job Basen. Produktion abgeschlossen. Ja, platt machen. Und ihr seht, beziehungsweise ihr hört, das Spiel ist auf Deutsch. Jawohl. Tatsächlich, ich habe es nochmal neu gespielt, dieses Spiel. Weil ich einfach unbedingt diese Einstellung auf Deutsch haben wollte. Und hier ist sie nun. Einheit wird angegriffen. In-game und die Cutscenes alle auf Deutsch, tatsächlich. Ja, komm, dann mach mal die Scavengers platt hier, los. Mach die platt, los, mach die kaputt. Dankeschön. Und ja, tut mir nochmal leid, dass letzte Woche keine Videos gekommen sind. Aber das ist halt dem geschuldet, dass ich krank war. Und ja, deswegen nochmal sorry. Aber es geht ja jetzt hier weiter. Ja, schön mit Deutsch und alles. Und genau, wir müssen einfach Panzer sammeln. Wie verrückt. Und ja, was noch? Oh, jetzt hört doch mal auf. Was es noch so zu erzählen gibt. Ich habe die Krankenzeit tatsächlich genutzt und dieses Spiel hoch und runter gesuchtet. Freunde, ganz ehrlich, also dieses Spiel ist richtig genial. Und gefällt mir echt sehr, dieser Titel. Typisches Strategiespiel. Und da kann man so viele Stunden vor verbringen, das ist unglaublich. Im Einzelspieler. Das ist unglaublich. So. Und da habe ich jetzt natürlich ein bisschen mehr Erfahrung sammeln dürfen, was das Spiel angeht. Da geht noch meine Katze hoch. Genau. Ich habe jetzt ein paar mehr Erfahrung sammeln dürfen, was das angeht. Und weiß, was zu tun ist. Zwar nicht in der Kampagne, weil die habe ich tatsächlich nicht gespielt. Aber so was so die Einheiten und die Forschung angeht, wie man das handelt. Also man kann hier mehrere Fabriken bauen, das werde ich jetzt auch direkt tun. Ich werde da definitiv nochmal 1, 2, 3 Fabriken aufbauen. Und unsere Katze ist hier wieder mit meinem Kopfhörerband am Rumspielen. Mensch, geh mal runter. So. Das ist das, wenn man Haustier wart. So, und dann würde ich sagen, ja, die kommen ja ganz schön oft hier angeschissen, ne? Merke ich gerade. Die kommen ganz schön oft hier angeschissen, die Scavengers. Also irgendwie müssen die einfach, wir müssen die mal platt machen hier. Also, aber wir brauchen da mehr Einheiten für. Wir brauchen da tatsächlich mehr Einheiten. Wir haben die Reparaturpanzer, das ist gut. Produktion abgeschlossen. Und genau, Produktion abgeschlossen. Genau, wir hören es nur alles schön auf Deutsch. Maschinengewehre. Ja, wir haben noch die allerersten Waffen tatsächlich. Und ach, jetzt habe ich meine Uhr vergessen. Aber ich glaube, es war bei 48 Minuten oder so, oder? Da ist er schon wieder. Ah, die Katze. So. Ich glaube, der Timer war bei 48 Minuten. Das heißt, ja, ich habe jetzt natürlich mein Handy nicht dabei. Das wäre jetzt vergessen, so wie es immer ist. Ne? Oh, ihr solltet mal nach hinten gehen. Aber es war bei ungefähr 48 Minuten. Das heißt, er kommt immer wieder hoch. Das heißt, 48 minus, ja, bei 18 Minuten ist dann folgende Ansage. Ich bezweifle zwar, dass wir noch so lange brauchen bei dieser Mission, aber was ist denn jetzt hier los? Ach, was ist denn? Ah, was ist mit meiner Bombs? Wartet mal. Hä? Ach Gott, die Scrollgeschwindigkeit. Wo bin ich denn jetzt drauf gekommen? Hä? Ah, hier. Ah, okay. Okay, so. Alles klar, wisst ihr was? Ihr Scavengers geht mir ganz schön auf die Nerven gerade. Ja, Freunde, die Scavengers, die wir hier immer wieder sehen,
Das sind Überlebende von vor dem Unfall, also vor der Atomkatastrophe. Und deswegen haben die auch so Technologie, dass sie das aussieht wie aktuelle Menschheitstechnologie. Und wir sind halt eine neue Gruppierung, die nennt sich das The Project. Ja. Und wir haben ein Artefakt gefunden. So, das sind Flammenwerfer. Flammenwerfer-Gil. Ja, Flammenwerfer sind nicht die besten Einheiten in diesem Spiel, aber sie haben auch ihren Zweck. So ist es ja nicht, ne? Dann macht die Basis platt. So. Und genau, liebe Freunde. Wie gesagt, das sind überlebende Banden im Prinzip. Und genau, überlebende Banden von der Menschheit. Okay, deswegen haben wir auch so futuristische Waffen, wie ihr schon seht, ne? Also mit Reparatur und allem. So, wir sammeln weiter Einheiten. Wir haben ja genug Geld, ne? So. Diese Sensortürme, liebe Freunde, sind quasi, ja, Radartürme. Das heißt, stellen wir die irgendwo hin, sehen wir die Umgebung. Und das ist in diesem Spiel tatsächlich sauhilfreich. Aber mehr dazu später. Also so ein Turm hier. Das ist ein Sensorturm. Das heißt, es ist ein Radarturm. Heißt, der Gegner sieht uns. Okay. Wartet mal, was ist denn das Blaue hier unten? Warum ist das denn blau? Na, komm schon. Produktion abgeschlossen. Produktion piu, 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 piu. Voll reparieren, bitte. Währenddessen sammeln sich weitere Panzer. Okay. Also bei Minute 18 müssen wir dann aufhören. Okay. Wie gesagt, ich bezweifle echt, dass diese Mission hier noch so lange dauert. Aber warten wir mal ab. So, das Gute hieran ist, die Maschinengewehre schießen automatisch. Das heißt, dass wir nicht jedes Ziel einzeln anklicken müssen, sondern wir können einfach hoch und runter fahren und außer wenn es natürlich neutrale Gebäude sind, ne, dann ist klar. Und die schießen auch von alleine drauf. Ja, das ist natürlich super. Ihr seht das, das ist ein Bus. Einfach ein Bus geklaut. Mit Flammenwerfer oben drauf. Ja, das ist ganz toll. So, dann halt euch nochmal. Ja, also, das wird nicht so lange dauern. Oh! Was? Da war schon ein Mörser? Ach, krass. Okay. Die hatten schon einen Mörser gehabt, habt ihr das gehört? Guck mal, das sind andere. Das sind die Scavengers doch. Das sind doch die Blauen. So, dann mach die kaputt, los. Einfach platt machen. So. Ist die Katze schon wieder? Was willst du denn? So. Dann machen wir mal die Auslieferungspunkte. Einheit wird vorne angegriffen. Genau. Dann haben wir hier unten. Einheit wird angegriffen. So, ja, dann können wir hier los. Und die nächste Basis platt machen. So, das ist ja da. Ach, das sind ja wirkliche Mini-Basen hier. Also das ist ja wirklich nix. Genau, also wir können einfach hin und her fahren. Die schießen automatisch drauf. Ist nicht so wie Command & Conquer, wo man alles einzeln drauf schießen musste. Aber wartet mal, mein Boy juckt. So. Alles klar, die nächste Basis ist auch ausgelöscht. Sehr gut, das heißt 2 von 4. 2 von 4. Was? Okay. Was ballert hier die ganze Zeit? Boom, boom. So. Egal. Weiter geht's. Hier oben sammeln sich Panzer auch schon wieder an. Das ist sehr gut. Das nicht. Machen wir weiter. Produzieren hier. Komm. Bis die Energie ausgeht. So. Hallo? So. Und zack. So, Freunde. Dann. Türme
Weiß ich nicht, brauchen wir hier nicht so sonderlich. Zumindest noch nicht in dieser frühen Mission. Wir könnten auch noch ein Technologie-Dings bauen. Forschungszentrum. Und wir haben wieder was zu forschen. Schaut mal, Zwillingsmaschinengewehr. Und Einheit wird angegriffen. Hochdruckgasbehälter, okay. So, minus 37, das heißt, wir müssen abwarten. Dass wir wieder mehr Geld haben. So, ihr fahrt mal bitte nach vorne. Was macht ihr denn? Konstruktion abgeschlossen. Ja, die KI in diesem Spiel, die ist auch nicht die schlauste. Mal wohl nicht hier hochschauen. Aber nicht weiter schlimm erstmal so. So, guck mal, wir sind im Minus hier. Wir haben echt nur zwei Worte. Drei Worte. Das ist irgendwie ein bisschen krass. Aber okay, dann ist es eben so. So, dann. Sie versucht es immer wieder. So. Gut. Achso, ja, genau. Den können wir noch platt machen, da. Die können wir noch platt machen, damit die Gegner uns nicht sehen. Die Scavenger! Genau, das finde ich sehr interessant, dass das tatsächlich. Ja, können hier hochfahren? Okay, das ist geil. Wir müssen sogar hier hoch, weil hier scheinbar noch eine Basis ist von denen. Oder was? Ne, nur Verteidigung. Ja, gut. Aber wir haben noch ein paar Flammenwerfer dabei, was heißt. Ach, 3 von 4 Basen zerstört, also wir müssen das nicht. Okay. Nimmt mal einer das Artefakt, bitte. So. Oh, was schießt denn da auf uns? Piu, piu, piu. Ach, wie süß. So, wir haben wieder ein Artefakt. Das heißt, wir haben Wachturm mit Zwillingsmaschinengewehr und ein Sensorturm. Genau, Sensorturm. Ein Panzerbrechen, Treibspiel, Projektile für Maschinengewehr. Ja, nehmen wir. Wir sind halt gerade nur sehr krass im Minus. Deswegen, ja. Einheit wird angegriffen. So, wisst ihr was? Ihr geht mir jetzt ein bisschen auf die Nerven. Deswegen. So, dann ist das neue Team 1. So, 2 kann man da hingehen. Ah, okay, einfach hinzugefügt. Das geht auch. Also man kann einfach Einheiten tatsächlich auch hinzufügen. Durch einen Shortcut. Okay, das ist gut. Das wusste ich jetzt selber tatsächlich noch nicht. Dann machen wir mal die nächsten Scavenger platt. Ihr seht's, ne? Die Benicken, die sind ja ganz schön rudimentär. Aber, okay. Wir können hier weiter marschieren. So, einfach drüber rollen. Genau, einfach drüber rollen. Hier mit euren Jeeps hier. Schaut euch das an. So, dann nächste Basis hier. Wir fahren mal hin und her. Damit die Gegner uns nicht so gut treffen können und damit wirklich alle auch draufballern. So. Okay, dann. Weiter geht's. So, dann ist nämlich ein Außenposten oder sowas. Okay, alles klar. Dann. Einfach hier rein, los. Einfach reinfahren. Ach, schaut mal, da hat ein Kraftwerk. Okay. Das ist ein Kraftwerk hier. Das ist für die Geldgewinnung. Okay. Oh, eine Energieressource. Das heißt, wir könnten jetzt einen Truck hier hinschicken. Und, ja, uns die Energieressourcen zu eigen machen. So, aber forschen können wir jetzt gerade erst bei dich, weil, ja, ihr seht jetzt, wir haben zu wenig Energie tatsächlich. So. Und Kabel. Ach, okay, da unten noch. Na gut, dann machen wir da unten noch. Ist auch unfair, ne? Die haben schon nur schwere Maschinengewehre, das ist auch, ja. Ach, guck mal, man kann hier runterfahren. Ahaha, okay, ja, das ist natürlich. Das ist natürlich geil dann, ne? 4 von 4 Basen. Okay. Zerstöre
Ziel erreicht. Ach, das war schon. Jetzt habe ich gar nicht auf die Zeit geguckt. Ja, krass. Okay, Missionszeit 25. Das heißt, wir hatten ja 50 Minuten. Das heißt, wir waren bei 25. Das heißt, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Missionsbesprechung beginnt. Ja, bis Viertel vor 10 ungefähr. Wir haben wertvolle Technologien zur Energieerzeugung geborgen. Erforschen Sie diese und verwenden Sie sie zur Aufrüstung Ihrer Kraftwerke. Danach können wir mit der Suche nach der Technologie für synaptische Verbindungen beginnen. Missionstimer aktiviert. Noch 10 Minuten. Okay, wir haben scheinbar 10 Minuten. Und wir sollen das Ding hier erforschen. Energiehudul. Ja, das kriegen wir können. Es geht auch direkt weiter hier. Das ist natürlich, ja. Das ist geil. Finde ich cool, dass wir uns hier so ein bisschen einführen in dieses ganze, diese ganze Spielmechanik. Und wir können eigentlich. Wir haben wieder 2500, ne? Können einfach eins dazu bauen. Finde ich gut, dass uns auch immer wieder Energie geben. Ich muss sagen Geld, aber Geld gibt es eben nicht. Das ist in der absoluten Zukunft nicht mehr nötig, scheinbar Geld. Okay, wir erforschen das Ding. Grundlagenforschung abgeschlossen. Hier können wir die selbstladenden Flammenwerfer erforschen. Und den Sensorturm. Sehr gut. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Alles klar. Dieses Ding hier kann ich euch jetzt schon sagen, das bringt, dass wir mehr Energie aus den Kraftwerken ziehen. So, das finde ich extrem wichtig. Damit man halt, wie ihr seht, ja, mehr Geld rauskriegt. Jetzt habe ich tatsächlich Geld gesagt. Nein. Mehr Energie rauskriegt. Produktion abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Wir nehmen mal unsere Panzerchen. Wir gucken nochmal den Rest von der Karte. Wir sind ja immer noch in der allerersten Mission, ne, wo wir hier gelandet sind. Das ist natürlich schon. Ja, schon krass. So. Ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch dieses Projekt nach wie vor gefällt. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Warzone 2.0, ne? Das ist ein richtig geiles Spiel. So, und hier die Energieressource, die können wir uns eigentlich holen. Mit einem LKW. Dann kommen wir runter. Und hol dir das Ding. Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Jo, wir erforschen fleißig weiter. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion ist eigentlich abgeschlossen. Was sollen wir tun? Missionsziel. Okay. Missionstechnik. Beginnt. Artefakt für das Energiemodul. Wenden und das Kraft. Ach, okay, wir müssen noch erweitern. Okay, das machen wir. Alles cool. Das machen wir noch. Alles klar. Also hier ein Kraftwerk. Wir haben nur eins. Okay. So, das ist das Energiemodul. Das bringt, wie gesagt, wesentlich mehr Produktion Energie rein. So. Kommando. Jawohl. Die beiden ersten Zonen sind nun gesichert. Aufklärungsflüge durch den Transporter haben zahlreiche Ruinen aus der Zeit vor dem Kollaps entdeckt. Laden Sie eine Angriffstruppe in den Transporter. Der Transporter wird Sie dann zur Landezone fliegen. Erkunden Sie nach der Landung die Ruinen und bergen Sie alle Artefakte in der näheren Umgebung. Laden Sie Einheiten in den Transporter, indem sie den Transporter als Ziel angeben. Missionstimer aktiviert. Ah ja, ach guck mal. Wir haben jetzt hier so ein schickes Flugzeug. Und damit müssen wir tatsächlich andere Gebiete noch öffnen. Haben wir keine Kanonen? Warte mal. Haben wir keine Kanonenpanzer? Nee. Haben wir tatsächlich nicht. Okay, aber wir können einmal Zwillingsmaschinengewehre bauen. Ja, dann machen wir das doch, würde ich sagen. Ich meine, die sind minimal stärker als die einfachen Dinger. Als die hier. Ne? Aber, das ist die Frage. Wie viele Einheiten passen da erstens rein?
Und zweitens, können wir immer weiter Einheiten nachschicken? Das ist ja auch noch so eine Frage. Schau mal. Ich bin schon gar kein Dings mehr bauen. Okay. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Nee, ich würde mal sagen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Aber wir können uns eigentlich Produktion hier total fett sammeln. Ne, das ist eigentlich richtig geil gemacht. Wir können uns noch richtig fette Armee aufbauen. Ganz locker und flockig. Und ich mach mal die Punkte wieder hier vorne hin. Von den Fabriken. Dann nehmen wir nämlich die neuen Zwillingstürme mit. Genau, dann nehmen wir die Zwillingsmaschinengewehre mit und nicht die einzelnen, weil die sind ziemlich schwach. Und ihr könnt eigentlich alle da drauf schießen. In diesem Spiel gibt es, glaube ich, auch Friendly Fire, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, tatsächlich, es gibt Friendly Fire. Das heißt, wir müssen aufpassen, welche Einheiten wir angreifen. So. Ich glaube, das kann man gut demonstrieren. Ah, dafür sind die Gebäude halt so schwach, ne? Dafür sind die Gebäude leider viel zu schwach. Ja, das ist schon eine richtig fette Panzerarmee. Wie viel passen da rein? Das ist jetzt die Frage. Wie viel passen da rein? Die Scavengers hier haben wir ja alle platt gemacht, das heißt, hier kommen keine Gegner mehr. Können jetzt eigentlich nur gucken. Können hier auch so machen. Das ist auch ganz geil. Und wir können hier. Produktion abgeschlossen. Wir können Produktion so machen durch das an. Produktion abgeschlossen. Die Kamera Produktion folgt dann den Einheiten. Das ist ziemlich cool gemacht, ja. Aber lassen wir mal. So, wir machen es wieder so. Okay. Ich weiß nicht, ob das halt schon reicht. Einheitenlimit oder was? Ja, wartet mal, dann. Ich schieße euch mal bitte gegenseitig ab. Das geht nämlich hier. Ja, wir brauchen nämlich nicht mehr. Ja, es tut mir leid, wenn ich jetzt meine Einheit flank mache. Aber, naja. Ach, und was ich noch vergessen habe, euch zu sagen. Man kann hier... man kann doch Gebäude abreißen. Das war hier so ein Ding, weil ich mich gewundert habe. Man nimmt einfach die LKWs und sagt hier, Gebäude abreißen. Kosten null. Ja, könnte man es abreißen, ne? Ganz super. So, dann... Machen wir mal wieder ein paar platt. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ich weiß, Selbstmord an Einheiten ist immer kacke. Aber ich lasse die restlichen mal hier. Weil nicht, dass wir die noch brauchen. Ach, und wir haben hier keine Energie mehr. Okay. So. Ja, krass, wir haben eh keine Energie mehr. Okay. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so blöd, dass ich. Meine Uhr vergessen habe anzumachen. Deswegen weiß ich nicht mehr, wie lange wir noch haben. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen. Produktion abgeschlossen. So. Wir wissen noch, bis die Einheiten hier fertig sind. Unsere schönen neuen Maschinengewehrtypen. Doppelpanzer. Ja. Kann man schon mal was mitmachen. Produktion so. Abgeschlossen. Ja, das ist noch okay. Das ist noch. Ja. Die lasse ich, wie gesagt, stehen. Weil wer weiß, ob die uns angreifen, während wir weg sind, nicht wahr? Okay. Ihr seht ja auch, dass diese Löcher in dem Boot, ne? Das sagt dann auch, das sagt aus, dass man irgendwann hier nochmal was dran bauen kann an die Gebäude. Das ist später noch sehr wichtig. So. Ich glaube, das wird jetzt die letzte Einheit. Ah, einen muss ich noch kaputt machen. So. Produktion abgeschlossen. Genau. Ja, und somit haben wir unsere Angriffsarmee und können hier rein. Das neue Team 1. Nein! Nein, 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 nicht den LKW.
Nicht die LKW. So, nicht genügend Platz. Ja, super. Okay, ja, wie schicken wir den jetzt los? Aktuelles Missionsziel? Aktuelles Missionsziel. Das ist ein Cutscene. So, Transportermission finden und berg die Artefakte. Laden Sie einen Astronaut in den Transporter. Erkunden Sie nach der Landung die Ruinen. Also das heißt, wir müssen den hier eigentlich jetzt... Wir haben alle hier... reingepackt. Wie können wir den jetzt hier aktivieren? Das setzt es wieder ab. Wie können wir den aktivieren? Oder müssen wir jetzt einfach tatsächlich warten, bis die Zeit abgelaufen ist? Das kann ja nicht sein. Produktion angehalten. Ach, ah, hier oben. Transporter starten. Ja, wunderbar. Okay, dann. Tschüss. Das war eine schnelle Cutscene. Ich war noch was am Trinken. Gut, alles klar. Wie gesagt, da ich mir nicht sicher bin, wie lange das jetzt noch geht, die Folge. Oha. Flammenwerfertürme. Okay. Ich würde da sagen... Shit, ich glaube, ich hätte Dingseinheiten mitnehmen sollen. Egal, Freunde. Ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal Schluss für heute. Wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke unten. Würde ich mich sehr freuen. Sie ist gerne hinter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal, wie gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.